Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Witzig, witzig. Nee, Spaß, Leute. Und zwar, das Ganze hier ist nachkommentiert. Und zwar im Hintergrund seht ihr ein Gameplay auf der Map Stages. Das ist jetzt eine neue Minecraft Bed Wars Map. Die habe ich gerade für euch aufgenommen. Aber dann habe ich gemerkt, ups, ich bin ja gar nicht entmutet. Und da ich jetzt keine Zeit habe, eine neue zu erspielen, kommentiere ich das jetzt einfach mal nach. Und dachte mir, ich suche jetzt mal ein paar Trey-Fragen raus und werde die einfach mal beantworten. So, also in der ersten Folge hat Pluton ID geschrieben. Hashtag Trave, was ist dein Ziel in Trave? Mein Ziel ist es, ach nee, stimmt doch. Ich habe die ganzen Trey-Fragen ja sogar schon von der ersten Folge vorgelesen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf die neueste Folge. Und dann schreibt der Pixel Battle, Hashtag Trave ist ein schönes. Nee, das hat Lava LP geschrieben. Hashtag Trave ist ein schönes Projekt, dankeschön. Dann fragt nochmal Pluton ID. Hashtag Trave, wer ist älter, du oder dein Bruder? Wir sind 1,5 Jahre getrennt. Also ich bin ja 16 und er ist jetzt 15. Also sind es ungefähr 1,5 Jahre. Also ich bin älter. Dann schreibt er Hashtag Trave, wie bist du auf Boomstuggy gekommen? Und ich glaube, das ist eigentlich ein. Eine ganz gute Frage, weil mich fragen das immer so unglaublich viele Leute. Und zwar erzähle ich das jetzt einfach mal. Ich habe damals in so einem Hotel quasi gespielt, das hieß Habo Hotel. Und dort habe ich einfach mal damals noch als Zwiebelring gespielt. Ja, ich hatte schon immer komische Namen, ich weiß auch nicht wieso. Und dann hat sich eine Freundin von mir, die dort im Hotel Moderator war, weil das war so ein Retro-Hotel. Also für die, die spielen, die wissen, was ein Retro-Hotel ist. Also quasi ein Privatserver, nicht das Originale. War sie Moderator und ich war auch Moderator. Und dann haben wir es irgendwie so kennengelernt und so. Und dann hat sie mal einen YouTube-Kanal gemacht, der Bumshose hieß. Daraufhin dachte ich mir dann so, boah, das hört sich so geil an, ich nenne mich Bumsdog. Ja gut, somit war Bumsdog schon mal geboren und dann habe ich mir irgendwann im Laufe der Zeit immer wieder Accounts mit Bumsdog gemacht und ich war immer mehr Bumsdog. So auch mein alter Minecraft-Account. So und jetzt fragen sich aber viele, wieso dann Bumsdoggy und nicht Bumsdog? Und zwar habe ich mal auf meiner Xbox einen Account mit Bumsdog gemacht, habe irgendwie aber komplett meine Daten verschmissen. Es war auch irgendwie, wusste das Passwort von der E-Mail nicht mehr und so. Und dann habe ich einen Ersatznamen gebraucht und habe ich einfach Bumsdoggy genannt. Und ich wollte nicht irgendwo Bumsdoggy heißen und dann da Bumsdog und dann da Bumsdog 23 oder so. Nein, ich wollte einfach einen Namen haben, den ich überall gleich habe. Und deswegen habe ich mich dann überall Bumsdoggy genannt und so ist quasi auch Bumsdoggy entstanden. Ja, das ist eigentlich das, wie mein Name entstanden ist. So, dann hat noch Carlo, ist jetzt nicht mit Trave abhängig, aber er hat geschrieben, kaufst du dir dann ein neues Mikrofon, wenn deines kaputt ist? Es ist so, ich glaube, es liegt nicht am Mikrofon, sondern es liegt an Fraps, denn ich merke immer, wenn ich dann mit Fraps aufnehme, kommt dieses Knacken. Wenn ich ganz allein mit Audacity aufnehme, passiert das nicht. Wenn ich mit Open Broadcaster aufnehme, passiert das, denke ich, auch nicht. Das passiert nur, wenn ich mit Fraps aufnehme. Und das ist dann immer so, ganz, ganz komisch. Aber mal schauen, woran es liegt. Ich habe mir sowieso vor, das Rode NTR1 zu kaufen und das werde ich dann jetzt auch dann bald mal machen. So, gibt es noch irgendwas anzusprechen? Ja, heute, wie gesagt, kommt keine Folge Trave, weil ich ja in der letzten Folge ist ja etwas Schlimmes passiert. Die Leute, die es gesehen haben, wissen es. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Aber ja, was will ich sagen? Ich möchte mir auf jeden Fall eine Wii U holen und vielleicht auch ein bisschen Smash mal dann aufnehmen, mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich das vor. Dann möchte ich auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen jetzt wieder weiterhin Trave bringen und nebenbei auch noch so einzeln mal Bed Wars Vorstellungen. Es soll keine Serie werden, aber ich möchte zum Beispiel noch ein paar Maps anzocken. Jetzt seht ihr hier schon eine Map. Die wird dann wahrscheinlich ganz am Ende wiederkommen, denn morgen werde ich dann wahrscheinlich eine 2x8er-Map spielen, wahrscheinlich mit Marek oder jemanden, damit ich dann auch
hier ein bisschen die neuen Maps vorstelle, weil in letzter Zeit macht mir Bed Wars echt sehr viel Spaß und die neuen Maps finde ich übrigens super. Und deswegen würde ich auch gerne die neuen Maps auch wieder anspielen und euch natürlich zeigen, wie ich die Maps so finde. Aber daraus, wie gesagt, möchte ich keine Serie machen. Das ist einfach spontan, wenn ich sage, die Map gefällt mir, die möchte ich vorstellen oder die Map gefällt mir nicht so. Und das möchte ich euch auch zeigen, dass die Map mir nicht gefällt. Dann lade ich das genauso hoch und dann, jo. Ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's auch schon im Gameplay. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben einige Leute rasiert und das, obwohl unser Bett schon abgebaut worden ist. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann morgen bei Trave oder bei einem Bed Wars Video. Ich würde sagen, haut rein, haltet die Ohren steif und ciao.